Hallo, hallo. Heute in diesem Video zeige ich euch ganz kurz, wie man mit dem Kopierstempelwerkzeug bzw. mit dem Reparaturpinsel hier ganz schnell und einfach so einen Zaun zum Beispiel im Hintergrund wegretuschieren kann. Es kommt auch immer wieder mal bei Fotos vor, dass man einfach gewisse störende Bildelemente einfach hat. Gerade bei Naturaufnahmen, naja, Hochspannungsmasten und so weiter. Das passt einfach nicht dazu. Naja, aber was ich euch eben zeigen will, mit Kopierstempel und Reparaturpinsel kann man diese Probleme recht schnell lösen. Foto hat mir Christian zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank. Schaut mal auf seiner Homepage vorbei. So, als erstes mit STRG J duplizieren wir uns mal diese Ebene. Ich taufe meine Retusche-Ebenen. Meistens auch immer Retusche. So, Retusche, Zaun weg. Das erste Werkzeug, was ich verwende, ist der Kopierstempel. STRG 1 gehe ich mal in die 100% Ansicht. Mit S komme ich auf diesen Kopierstempel her. Und hier wähle ich mir eine Größe, die einigermaßen mal passt. So, was haben wir hier? Größe passt ungefähr, Härte auf 0%, dass wir wirklich eine weiche Kante haben. Mit der Alt-Taste nehme ich mir einen Bereich vom Bild auf und dann fahre ich hier einfach ein bisschen größer, hier über diesen störenden, über die störenden Elemente hier einfach drüber. Nächste Reihe, Alt-Taste aufgenommen und hier dann drüber. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem mit dem Kopierstempel. Es kommt dann immer wieder vor, das sind dann so die standard gefotoshoppten Fotos, dass sich einfach Kopierstempel nimmt sich einfach Bereiche und baut diese wieder ins Bild ein. Und dadurch gibt es immer wieder Bildelemente, die sich wiederholen. So wie hier zum Beispiel. Oder es sind hier so Kanten drinnen und so weiter. Oder hier sind Bereiche, die öfter drinnen sind. Sieht einfach nicht sehr professionell aus. Ganzen kann man Abhilfe schaffen, wenn man hier mit dem Reparaturpinsel wieder einen Bereich aufnimmt, so hier zum Beispiel, und dann diese Bildelemente neu verrechnet. Aber Achtung, Photoshop wählt hier, oder hat hier in der Standardeinstellungen drinnen, mit diesem Reparaturpinsel eine harte Kante von 100%. Diese stelle ich mal auf 0, denn sonst entstehen im diese Kanten hier, und das wollen wir überhaupt nicht. Diese male ich jetzt nochmal nach. Ach, gehen wir nochmal komplett drüber. Ja, genau. Und dann kann ich hier wirklich toll Bereiche nochmal neu verrechnen. Ein bisschen anpassen. So. Weiter geht's jetzt auf der anderen Seite. Ich wähle mir hier wieder den Kopierstempel. Mit Alt-Taste nehme ich mir einen Bereich auf. Und fahre über die Bereiche, die einfach weg müssen oder sollen, je nachdem. Gut, als nächstes gehen wir diesen Zaunpfahl an. Hier ist wirklich darauf zu achten, dass man nicht in Motive reinmalt, die man dann noch haben möchte. Ja, so. Kleiner Tipp, wenn man schon mit Photoshop arbeitet und Bildteile retuschiert, sollte man wirklich auf alles achten. Dieser Zaunpfahl hier wirft auch einen Schatten. Wenn man den Zaunpfahl wegretuschiert, muss dann natürlich auch der Schatten weg. So. Jetzt zoomen wir noch etwas näher in das Bild rein. Jetzt nehme ich kleinere Kopierstempel, eine kleinere Spitze. Mal hier rein. Naja. Gehe auf den Reparaturpinsel. Ja, genau, dass wir ein bisschen andere Strukturen reinbringen. Hier auch. Hier haben wir wieder wiederholende Bildelemente. Ja, so, und hier oben noch ein bisschen. Um die Ohren rundherum. So. Das war's. Ein paar Minuten mit Kopierstempel und Reparaturpinsel und schon sind solche störenden Bildelemente aus dem Bild verschwunden. In diesem Sinne viel Spaß beim
probieren. Bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Euer Maxl. Ciao.